Koschinski? Wild? Das bin ich. Nur mit Mütze, ne? Ey, ganz ehrlich, wo mach ich die Mucke auf? Willkommen im Eurotruck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Ja. Das Fahren eines LKW. Weh. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Weh. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Alter, diese Mucke ballert mir alles weg. Oh, Ruhe. So, bevor ich hier irgendwas... Option! Audio! Aber eigentlich ist sie ganz geil, Alter. So, tschüss. Hallo? Ich will, dass die Mucke aus ist! Menümusik! Geil! Alter! Drücke E, um den Motor zu starten. Ach so, warte mal. Kurze Transformation! So! Da ist das Tutorial. E, um den Motor zu starten. Dann folgt die Tastenverwendung, um den LKW zu bewegen. Gas, W. Bremse, S. Nach links, A. Und nach rechts, D. Ganz kurz, ich habe noch kein Lenkrad. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt hier einfach mal Vanilla in Euro Truck Simulator 2 rein. Und falls der Bums euch gefällt, dann machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann holen wir uns vielleicht auch so ein... Ja, dann holen wir uns vielleicht auch so ein Lenkrad, ne? Jedenfalls jetzt hier erstmal mit Tastatur und so ein Bums. Das wollte ich schon mal gesagt haben. Verstehst du das? So. Ja, dann gib mal Vollgas. Boah, muss ich hier auch irgendwie die Handbremse oder was? Also, warte mal. Die haben jetzt gesagt E-Motor an. Check. So, jetzt kommt die mit WASD, aber wo ist denn die Bremse? Rückwärts? Nee, nochmal von vorn. Jo, wir kommen hier heute noch vorwärts. Ich sag's, wie es ist. Rückwärts haben wir schon geschafft. Da muss man sich auch erstmal reinfummeln hier. Hochschalten. Runterschalten. So, Y ist jetzt hochschalten bei mir. Okay, können wir jetzt Y hochschalten machen? Ja. Ja. Gönn! Victory! Haben wir mal den Korn hier nach vorne gekriegt, oder was? Ich sehe noch weitere Kameraperspektiven, zwischen denen du wählen kannst. Innenansicht 1, 2, 3. So, hier, warte mal. Innenansicht ist die hier. Und dann haben wir Verfolgeransicht. Und dann haben wir... Oh! Vogelperspektive! Ehre, Alter! So, Dachansicht. Fensteraußenansicht. Stoßstangenansicht. Radansicht. Und TV-Ansicht. Hallo, ich bin im Fernsehen! Abonniert meinen Kanal! So. Es wird Zeit, dass du eine Lieferung machst. Verwende den Routen-Advisor. Advisor, Alter. Damit du weißt, wo du dich befindest. Um mehr zu erfahren, drücke F1. So. Jetzt sitze ich wieder. Falsch, ne? Jetzt muss ich wieder rüber. Rüber. Auf die andere. So. Können wir wieder alles sehen. Also das heißt jetzt hier der Routen, das ist ein Navigationssystem, oder nicht? Wenn du gerade einen Auftrag hast, wird in Rot die kürzeste Route zum Ziel dargestellt. Die Auftragsbeschreibung fasst zusammen, was du gerade fährst und wohin. Die zeigt dir, wann du erwartet wirst, wie viel Zeit noch übrig ist und wie viel Geld du erhältst, wenn du die Fracht pünktlich und unbeschädigt lieferst. Wenn nötig, kannst du den Auftrag auch abbrechen. Das wird uns hundertprozentig irgendwann mal passieren. Und unbeschädigt kommt hier schon mal gar nichts an bei der Alle Ultras GmbH. Aber pünktlich. Vielleicht. Die Fahrzeuge können in einer beliebigen Werkstatt, es gibt in jeder Stadt eine, repariert werden. Es gibt in jeder Stadt eine. Danke. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir schalten jetzt einen Gang hoch und geben jetzt Gas. Oh, jetzt habe ich abgesoffen. So. Ich kann aus dem Fenster lehnen! Ich kann mich aus dem Fenster lehnen, das ist Ehre! So, jetzt aber mal hier Abfahrt hier mit unserem AMG. Alter, das ist ein ganz schönes Geschoss hier, was man hier fährt, ne? Das ist hier kein Bussimulator. Das ist hier richtig LKW-Fahren. Einmal gucken.
Oh, nicht im dritten Gang anfahren. Im ersten, ne? So, Alter, mit Lenkrad stelle ich mir das aber wirklich witzig vor, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das ist noch grün. Das ist noch grün. Das ist noch grün. Komm. Gib Zunder. Gib Zunder da. Scheiße. 50 Pfennig, Alter. Muss ich da abgeben jetzt oder was? So, ich bin im fünften Gang, aber arsch langsam. Oh, ich muss hier rein, ne? Oh, nee. Ja, das schaffen wir nicht mehr gebremst. Ist mir egal. Nehmen wir die. Ja, nehmen wir. Das ist nur das Tutorial, ne? Ich bin schon komplett fertig mit der Welt. Fahre zum Eingangstor. Ich sitze schon wieder vor dem Scheiß. Ja, ich soll zum Eingangstor fahren. Eieieiei, wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Oh, Bodenschwelle. Oh. Oh. So, und jetzt hier aber stehen bleiben. Wo willst du die Lieferung stehen haben? Sag jetzt nicht, ich muss das hier noch einparken. Oh Mann, diese blöde Scheiße mit dem Tutorial hier. Hör mal rüber. So, hast du am Terminal deinen Einladeplatz gewählt? Einige Terminals ermöglichen dir die Wahl eines einfacher zu erreichenden Alternativplatzes. Bringt weniger EP. Bedeutet, wir müssten jetzt theoretisch rückwärts da irgendwie, wir nehmen natürlich hier die volle EP mit, weil Aller Ultras GmbH steht für Erfahrung und die nehmen wir jetzt mit. Hey, stopp. Nein. Ja, so. Und einschlagen. Einschlagen. Oh! Ja, aber alles im Griff, alles im Griff. Eben vorwärts. Du, wir haben hier Zeit. Ist nur das Tutorial. Ja. Ach komm, schieb rein das Gerät jetzt. Oh! Okay, irgendwas bewegt sich hier. Das hat gerumst. Ja, ist fertig. Ausgezeichnet. Auftrag erfüllt. 3 Erfahrungen nur bekommen. Können wir jetzt wieder rüber? Ich werde schon, ne? So. Dies ist deine Firmenzentrale. Die Aller Ultras GmbH. Was für eine Historie. Erst ein Bauunternehmen, dann noch ein Bauunternehmen, dann Busunternehmen, dann irgendwas mit Hausflippen und sowas, ne? Wie heißt das da? Zimmermann. Ne? Koch, Restaurant. Und jetzt ein Trucker-Speditions- Ehrending. Lass sie als Berufskraftfahrer einstellen. Kein großes Aufheben, alles ist vorbereitet. Suche dir einen Auftrag aus und schwing dich hinter das Lenkrad. So, oh, Alter, da ist ja einiges los. Wie gesagt, keine DLCs bisher. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das sehen wollt, ne? Wahrscheinlich sagt ihr alle, ja, spiel bitte mit Lenkrad, bla bla bla. Dann besorgen wir uns da eins, keine Frage. Und welche DLCs? Das ist wirklich super wichtig. Welche DLCs ich da brauche, wo wir da überall hinfahren können. Weil das ist jetzt hier Vanilla. Das ist hier nicht Stracciatella. Das ist Vanilla. Also wirklich Eurotrucks. Nee, dann würde ich sagen, Scheiße nach Stettin. Da sehe ich mich. So, gib mal her, das Gerät. Guck mal, das ist aber auch eine kurze Strecke. Das müssen wir erstmal machen. Erster Auftrag. Ja? Klaps in Chat, Alter. Klaps in Chat. Ah, nee. Klaps in die Kommentare. So, einmal nach rechts. Boah. Das war aber Klose. So, ey. Der überholt rechts. Mit seinem Audi TT da, oder was? So, wo müssen wir hin? Nach Stettin. Und Hamburg. Ich muss blinken. 200 Meter. Meint ihr, mit 70 Dingern kann ich hier rein, oder was? Ja, da ist noch 80 erlaubt. Vollstoff. Vollstoff. Ho, 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 ho. Ehre. Pizzero, Jack. Why don't you come back? No more, no. Ich muss hier rüber. 10. Gang. Wir holen das Maximum aus der Kiste raus. Die Aller Ultras GmbH steht für Schnelligkeit und Unsicherheit. Nochmal, Alter. Bei voller Fahrt da den Wind um die Ohren. Da, wie sieht's aus? Willst du mich überholen oder was? Oh. Vorsicht. Zieh vorbei am Herbert hier. Uwe. Hallo. Ey, richtig geiler Job, wirklich. Autofahren ist genau mein Ding. Oh, jetzt haben wir da gleich eine richtig schöne Kurve. Das sehe ich von hier. Wir gehen da mit 90 Sachen in die Kurve. Da kann gar nichts passieren. Obwohl, nee. Runterschalten. Oh, jetzt sind wir im Stillstand. Abfahrt, Abfahrt, aber ordentlich, du. Ich hab ne Hupe. Ich bin der Kalle. Ich hupe euch zu. Hupe euch zu. Oh. Eieieiei. Nicht die Polizei rufen, okay?
Ich habe hier alles unter Control. Oh, hier ist ein Rastplatz. Dose, Döschen, Bierchen oder was? Yo, 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 yo. Dieselpreis 1,50 der Hektoliter. Ich habe schon 230 Euro verballert für 200 Liter. Wie schnell geht das bitte? Ey! Ich habe noch Vorfahrt, das hast du doch wohl gesehen. Ich ziehe an dir vorbei. So, dich schnapp ich mir. Dich schnapp ich mir, du. Oh, hier ist 50. Ich wurde direkt geblitzert, Alter. Ja, moin, Stettin. Ich dachte, die nehmen das nicht so genau hier mit der Geschwindigkeit. Da musste ich erstmal ein bisschen Bußgeld zahlen, ey. Scheiße. Moin! Jetzt müssen wir wieder einparken, ne? Ach, dazwischen! Leck mir doch die Füße glatt! Pass auf. I have the idea. Vorsicht, 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 Vorsicht. Moin Wachtmeister, alles in Ordnung hier. Die Polizei interessiert das nicht. Ah, Alter, das ist echt nicht easy. Okay, wir sind wieder raus aus der Nummer. Okay, wir drehen nochmal eine Runde. Ganz kurz. Hier sieht das auch keiner. Ich weiß, ich bin gerade Geisterfahrer. Aber wir machen das jetzt rucki zucki mal schnell eben rum. Und jetzt hier. Und jetzt einlenken. Ich weiß, ich bin jetzt falsch rum, ist mir jetzt Lachs. Müsst ihr selber umdrehen, das Gerät. Geil. Kontostand, Erfahrung gesammelt. Ich bin jetzt hier. Also ich bin jetzt scheinbar in Stetten. Ich bin in Stetten. Ich will aber wieder nach Berlin. Das heißt, wir fahren jetzt auch nochmal wieder zurück. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal Büropapier nach Posen, ne? Posen kann der Kuschinski ja auch, ne? Oh. Sieht hier wieder alles anders aus. Ah, die Blinker sind hier aber ein bisschen besser. Und das kann direkt losgehen. Abfahre, Rino. Hallo. Danke. It's a road, Jack. Why don't you come back? No more, no more, no more, no more. It's a road, Jack. Why don't you come back no more? What you say? Ich brauche noch so ein Schild vorne für meinen LKW, ne? Muss Uwe oder sowas stehen. Das wäre super. So, hier rein. Oh! Alter, schön mit 70 Sachen hier fast um die Kurve. So, hier 70, ich fahre 80. So ist das, ne? Hallo, Polizei! Das sieht die auch wieder nicht. Keiner will mein Freund sein. Von wegen Freund und Helfer. Die Haare. Meine Haare. So, wir schalten nochmal den 10. Oh! Scheiße! Das war aber knapp. Ich kenne keine Traggerlieder, ne? Was trällert man denn so? Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. So was, oder? Ach, Radarkontrolle, ne? Hi! Ah, jeez, ne? Da hat's Klick gemacht. Was hat das gekostet? 160. Weißt du, wie scheißegal mir das ist? Alles ist mir so scheißegal. So, den überholen wir jetzt. Den überholen wir jetzt. Schön Blinker setzen. So, Vollgas. Vollgas. Ey, Freddy! Ah! Oh, den haben wir mitgenommen. Scheiße. Ja, aber ist auch meine Strecke hier. Die aller Ultras regieren hier die Streets. Da kann hier nicht jeder einfach fahren. Ist doch klar, der Freddy soll mal nach Hause gehen. Angsthase. Hui! Das machen wir nochmal später. Zoll oder was? Vollgas. Ich dachte, ich kann da durchfahren. Ich habe die Schranke gar nicht gesehen. Also, ich dachte, ich kann die mitnehmen. Muss ich hier irgendwie Maut bezahlen, ey, so eine Scheiße, ey. So. Ah! Scheiße! Junge, Junge, Junge! Ah! Oh, oh, da hinten ist Stau. Ich glaube, wir haben den kaputt gemacht. Guck mal, der blinkt. Lass uns da nochmal hin. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich muss da mal eben hin. So, gib mal ein bisschen mehr. Ah, scheiße, wir haben den Bus mitgenommen. Ich will mir das nochmal angucken da. Was hat er denn? Guck mal, sogar der Bus fährt weiter. Und er so, oh, ich bin kaputt. Alter, ich bin ein LKW. Alter, wie kann man so rumheulen, wirklich? Fahr doch mal zu da jetzt. Also ich gebe jetzt hier auch wieder Gas. Blödkopf, ey, wirklich. Stellt er sich da an, nur wegen so einem kleinen Crash. So, jetzt nochmal Vollkampf. Alter, der Bus will mich... Der wird nicht überholt! Spinn's wohl, Alter.
Das K an Kalle Kuschinski steht für Kontrolle und Qualität. Oh, bergab ist immer super, ne? Jetzt müssen wir blinken. Bei Bremsen gibt's hier nicht. Seh zu, dass du mich durchlässt jetzt. Das vergesse ich mich aber. Mann, immer dieses Anhalten zwischendrin. Da hat doch kein Mensch Zeit für als LKW-Pumper hier. Zum Glück sind wir bald da. So, jetzt müssen wir raus. Und jetzt aber ordentlich abbiegen. Oh, ja, Schaden 27%. Das ist noch machbar. Oh! Sag mal, wieso bleibst du denn auch stehen, Herbert? Ich krieg meine Kiste nicht mehr angeschmissen hier. Eine Ewigkeit später. So, der will wieder, dass ich in irgendeine Spalte gehe. Machen wir nicht. Abzug für Schäden? Ja, ist okay. Aber wir sind Level 1. Geil! Ja, Leute. Also, hackert mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Soll ich vielleicht nochmal mit dem Lenkrad zocken oder was oder wie? Oder sollen wir das hier komplett sein lassen? Jetzt eure Meinung gefragt. Rein in die Kommentare. Abonniert den Bums hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, adieu.